So, in diesem Video geht es um die Differenzkalkulation und wir schauen uns dazu folgendes Beispiel an. Ein Konkurrenzunternehmen der Kunststoff KG bietet ein Kunststoffprodukt zu einem Nettoverkaufspreis von 401,09 € an. Bei der Kunststoff KG verursacht die Fertigung des Produktes 120 € an Fertigungsmaterial und 60 € an Fertigungslöhnen. Die in der Kalkulation verwendeten Gemeinkostenzuschlagssätze betragen 30% im Materialbereich, 80% im Fertigungsbereich, 15% im Verwaltungsbereich und 10% im Vertriebsbereich. Die Kunststoff KG kalkuliert zudem mit ca. 20% Gewinn, 3% Skonto und 5% Rabatt. Und die Aufgabenstellung lautet dann eben, lohnt sich unter diesen Voraussetzungen die Fertigung des Produktes bei der Kunststoff KG? Begründen Sie Ihre Entscheidung. So, bei der Differenzkalkulation tasten wir uns sozusagen von zwei Seiten heran an den Gewinnzuschlag, der hier in der Mitte quasi ist, und schauen dann im Nachhinein, ob das Ganze denn überhaupt Sinn macht. Zuerst berechnen wir vorwärts kalkulierend die Selbstkosten des Produktes. Das ist diese Richtung hier. Und danach werden wir in der Rückwärtskalkulation vom Nettoverkaufspreis in die Mitte rechnen. Rückwärts. Aber jetzt erstmal dieser Schritt hier. Mache ich nochmal weg, damit wir mehr Platz haben. Laut Aufgabenstellung fallen für die Fertigung eines Produktes 120 € an Einzelkosten für Fertigungsmaterial an und 60 € an Einzelkosten für Fertigungslöhne. Das habe ich mal hier eingetragen. Über den Zuschlagssatz von 30% bei Material und 80% bei der Fertigung können wir dann daraus die zu berücksichtigenden Gemeinkosten berechnen. Macht 36 € für Material und 48 € für die Fertigungslöhne. Sondereinzelkosten der Fertigung haben wir nicht und deswegen entspricht die Summe dieser ersten vier Beträge den Herstellkosten des Umsatzes. Macht 264 €. Sie ändern sich, jetzt müssen wir noch die Gemeinkosten für Verwaltung und Vertrieb draufschlagen. Das sind laut Aufgabenstellung 15% für die Verwaltung und 10% für den Vertrieb. Wobei natürlich die Herstellkosten des Umsatzes die Betriebsgröße, Bezugsgröße ist. Macht 39,60 € für die Verwaltung und 26,40 € für den Vertrieb. So, und weil wir jetzt keine Sondereinzelkosten des Vertriebes angegeben haben, entspricht die Summe aus den Herstellkosten des Umsatzes, also das hier, und den Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten den Selbstkosten des Produktes in dieser Kalkulation, macht zusammen 330 €. Das wären die gesamten Kosten für dieses Produkt in der Vorwärtskalkulation. Weiter kommen wir jetzt nicht in dem Schema, ohne etwas über den vorläufigen Verkaufspreis zu wissen. Hier oben, ne? Denn nur dann können wir was über den Gewinnzuschlag aussagen. Um das herauszufinden, kalkulieren wir jetzt ausgehend vom Nettoverkaufspreis der Konkurrenz rückwärts. Also wir fangen hier oben an mit den 401,09 €, die quasi gegeben sind, weil das ist durch die Konkurrenz quasi vorgegeben. Dieser Preis beinhaltet laut unserer Kalkulation, so wie wir kalkulieren würden, 5% Rabatt. Stellt also 100% dar und da sind eben 5% Rabatt drin. Somit müssen wir, um auf den Zielverkaufspreis zu kommen, den Nettoverkaufspreis dann eben durch 0,95 teilen, macht 381,04 €. Das ist dann der Zielverkaufspreis. 5% als Rabatt rechnen wir auch noch separat aus, sind 20,05 €. Und der Zielverkaufspreis, diese 381 € hier, das setzt sich wiederum zusammen aus Skonto und Barverkaufspreis, stellt also wiederum 100% dar. Wir hatten nämlich Skonto von 3% angegeben, das ist üblich in unserem Unternehmen. Deswegen ist der Zielverkaufspreis, setzt sich eben zusammen aus 3% Skonto und 97% Barverkaufspreis. Und damit wir eben auf den Barverkaufspreis kommen, teilen wir den Zielverkaufspreis dann eben durch 0,97, erhalten 369,61 € und 3%
eben oder einfach die Lücke, die Differenz zu den 381 Euro sind dann noch 11,43 Cent Skonto. Vertreterprovisionen sind keine angegeben. Somit entspricht der Barverkaufspreis dann auch dem vorläufigen Verkaufspreis. Und jetzt können wir eben sagen, die Differenz zwischen diesem vorläufigen Verkaufspreis, den wir quasi hier oben aus der Rückwärtskalkulation bekommen haben, und den Selbstkosten, die wir hier unten aus der Vorwärtskalkulation bekommen haben, beträgt 39,61 Euro. Und das wäre eben quasi der maximale Gewinnzuschlag, den wir verlangen können. Wenn wir das ins Verhältnis setzen zu den Selbstkosten, weil der Gewinnzuschlag bezieht sich ja immer auf die Selbstkosten prozentual, entspricht das einem Gewinnzuschlag von 12%. Was bedeutet das Ergebnis? Wenn Sie kurz zurück in die Aufgabenstellung schauen, sehen Sie, dass das Unternehmen mit circa 20% Gewinn kalkuliert. Und, sorry. Was wir jetzt berechnet haben, sagt ja aus, dass wir ausgehend von unseren Kosten und dem Preis, der durch die Konkurrenz vorgegeben ist, nur eine Marge von 12% schaffen würden. Ob sich die Fertigung dann letztendlich lohnt, ist dann quasi eine unternehmerische Entscheidung. Wenn wir uns streng an das 20%-Ziel halten, lohnt sich die Fertigung nicht. Absolut gesehen ist natürlich jeder Gewinn größer 0 ein Gewinn. Das heißt also, auch eine Marge von 12% stellt einen positiven Gewinn dar. Das ist dann eben eine Einzelfallentscheidung, ob sich das dann lohnt oder nicht. Aber wenn wir jetzt wirklich institutionell im Unternehmen die 20% vorgegeben hätten, dann würden wir diesen Auftrag eben nicht in Erwägung ziehen.